Heute ist es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Römerstraße in Brühl gekommen. Hier sind ein Pkw-Fahrer, ein 84-Jähriger und eine 14-jährige Radfahrerin zusammengestoßen. Durch diesen Zusammenstoß ist die 14-Jährige schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik gebracht worden. Ersten Erkenntnissen zufolge ist der Autofahrer gegen 13.30 Uhr in Richtung Neue Bohle gefahren auf der Römerstraße. Zeitgleich soll die 14-jährige Radfahrerin auf dem Radweg neben der Römerstraße gefahren sein und dann versucht haben, an einer Stelle die Römerstraße zu kreuzen. Dort ist es dann wohl auf der Römerstraße zum Zusammenstoß gekommen, sodass das 14-jährige Mädchen schwer verletzt worden ist. Derzeit unterstützt uns hier das Verkehrsunfallaufnahmeteam des Kreis Euskirchen und nimmt die Unfallspuren auf und sichert alles dementsprechend, sodass unser Verkehrskommissariat hier die Ermittlungen weiter aufnehmen kann.